kommen zur Pressekonferenz vom Auswärtsspiel bei Blau-Weiß. Das werden wir starten gleich. Wenn man es erwartet vom Gegner, was braucht es für uns für Leistung, damit wir da drei Punkte mitnehmen? Ja, wir erwarten schon wieder ein enges Spiel. Gegen doch einen ja, starken Gegner in der Liga. Haben jetzt ihr letztes Auswärtsspiel gegen Klagenfurt verloren. Wir erwarten schon, dass sie dann wieder gut machen aus sein. Wir sind vorbereitet. Wir wollen einfach jetzt auch versuchen, die guten Ergebnisse von daheim auswärts fortzusetzen. Die Leistungen bisher, finde ich, waren auswärts auch durchwegs gut. Und jetzt gilt es halt einfach, dass wir gute Ergebnisse bringen. Profi, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft nach der zwei Heimsiege? Kann man vorstellen, sehr gut, oder? Ich finde, die Stimmung ist top. Ja. Wie gesagt, ich denke, wir werden sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen da. Trotzdem finde ich, dass wir demütig bleiben sollen, weil mit 1-2% weniger wird es nicht gehen. Und ich denke aber, dass wir mit breiter Brust durchfahren werden und bin überzeugt davon, dass wir da ein positives Ergebnis mitnehmen können als Linz. Dann eure Frage bitte. Wie kannst du es tun, dass Stivoli auch auf der Google ist? Vielleicht. Nein, aber wie du es letztes Mal gesagt hast, es fehlt die Tore auswärts. Aber ist natürlich in dem Fall, könnt ihr den Gegner auch Qualitätsfrage ein bisschen. Oder was fehlt da noch, dass man das da auswärts auch machen kann? Ja, ich finde, dass wir es daheim eigentlich recht ordentlich machen. Ich finde, dass daheim grundsätzlich die Effizienz okay ist. Speziell im ersten Heimspiel was ich gut. Gegen die Juniors und jetzt letzten Heimspiel denke ich schon, dass wir so noch ein Tor mehr machen können, aber ich finde schon, dass positiv ist, dass wir nach vorne spielen, dass wir dazu Torchancen kommen. Wenn es dann halt für zwei Tore reicht und du das Spiel gewinnst, dann ist unterm Strich dann auch okay. Aber natürlich wissen wir, dass wir in engen Spielen, in engen Situationen dann schon einfach die absolute Konsequenz brauchen, um halt in der gegnerischen Box das Tor zu machen. Sprich, da halt einfach mit vielen Spielern aufzutauchen, dass man aufs Tor schießen ist wichtig, dass wir es nicht zu schön machen wollen. Und halt auch auf der anderen Seite, dass wir es defensiv einfach konsequent verteidigen, unsere Box, dass wir wenig zulassen. Ich finde, das machen wir eigentlich in den ganzen fünf Runden eigentlich gut. Wir lassen aus dem Spiel relativ wenig zu und da müssen wir halt morgen auch versuchen anzusetzen und halt vorne die eine oder andere Situation dann auch für uns zu nutzen. Wird das so ein ähnliches Auswärtsspiel wie die ersten zwei oder wird das anders? Also wir warten sie schon ein bisschen offensiver. Also ich denke schon, dass sie haben auch immer wieder Phasen drin, wo sie dann hoch ins Pressing gehen. Vor allem jetzt auch nach dem letzten Auswärtsspiel erwarten wir schon, dass sie versuchen, da Dampf zu machen von Anfang an. Wenn sie es nicht von Anfang an machen, wenn sie immer wieder Phasen haben, wo sie dann hoch attackieren, wo sie uns unter Druck setzen wollen. Aber wie gesagt, auf das sind wir vorbereitet. Was wir brauchen, ist einfach für uns wieder einen guten Auftritt über 90 Minuten, dass man hoch, aber auch tief stehenden Gegner gut bearbeiten können. Und wie gesagt, das haben wir jetzt über die letzten fünf Runden dann auch gut gemacht. Haben wir gegen tief- und hochstehende Gegner, finde ich, Phasen im Spiel gehabt, wo wir gut waren. Und das müssen wir halt morgen auch wieder versuchen, über 90 dann abzurufen. Eigentlich ja irgendwie mehr, oder? Wenn Mannschaften selber aktiv werden wollen, so wie Linz. Ich denke auch, dass es uns mehr liegt, ja. Vor allem, weil wir dann besser hinter die letzte Kette spielen können, was uns, finde ich, sehr liegt, weil wir sehr schnelle, dynamische Spieler haben. Und ich denke auch, wenn sie höher attackieren, dann haben wir da noch mehr Raum hinter der letzten Kette und die werden wir auch bespielen und hoffentlich dann auch mal auswärts ein paar Tore schießen. Mais retour. Aber wird der schon kalt, ne? Vielleicht. Schauen wir uns heute noch an nach dem Training, ja, wie es ihm auch geht. Vielleicht ist er dabei, ja, vielleicht rutscht er rein, weil einfach als Typ wichtig ist, auch von der Lautstärke her wichtig ist. Da muss man jetzt schauen, wie es die ersten Wochen dann auch verkraftet ist, Knie. Und der Murat ist voraussichtlich noch 2 bis 3 Wochen noch weg, aber schon schauen wir bis auf den Murat jetzt Gott sei Dank alles fit. Was ist denn bei Berlins für die Spieler her, was man da auf irgendeinem. Früher hätte man gesagt, auf den Adel muss man schauen, aber es ist auch schon ein bisschen älter geworden, der Adel. Ja, grundsätzlich ist es so, dass sie halt je nach System, in der Regel spielen sie mit dem Schubert vorne im Zentrum, dann hat er mit dem Fröschland einen Wechselspieler, der schon in der Liga immer wieder für Tore gut ist, hat dann auch über außen Spieler, die einen Speed mitbringen. Im Zentrum relativ kompakt, eine Liga vorne Sechser mit dem Tusch zum Beispiel. Hinten auch vorne Viererketten, Kreuzriegel, Krasek, also die kennt man dann auch. Im Grunde genommen ist es schon
finde ich, ja, eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Und wir müssen, glaube ich, absolut an unsere Grenze gehen und wieder einen guten Tag haben, um dort unten auch was mitnehmen zu können. Ich denke, so links habe ich gesagt, ist der Grenzding, Grenzbereich, fahrt sie morgen hin. Mhm. Morgen hin. Tageswart, genau. Also in der Früh los, Frühstück im Bus. Dann Frühstück im Bus. Dann in Ansfelden noch kurzes Auflockern um 10:30. Dann geht es ins Hotel, kurz einmal die Standards, Mittagessen. Mittagsruhe und dann geht's los. Apropos Standards, wo wir ein bisschen anfällig werden, bei unserem oder bei den Malm, wir haben schon mal geredet, kann man das speziell, kann man speziell daran feilen mit, im Training oder muss man einfach sagen, jetzt noch mehr arbeiten oder aktiver sein oder? Parts wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass ich im Training auch Ansätze finden muss sogar. Das haben wir schon versucht, dass wir es dann auch immer wieder dann auch in die Trainings ansprechen. Dann auch in die Jungs Zeit geben, dass sie das machen können. Auch. Ich finde, dass wir es jetzt eigentlich ganz gut verteidigt haben. Speziell am Stetten ist eine Mannschaft, die doch physisch sehr, sehr robust und stark ist. Es war dann so, bin ich der Meinung, dass hinten raus einfach so die letzte halbe Stunde einfach wir zu viele Standards produziert haben. Spur zu viele Ecken, Spur zu viele seitliche Freistöße, wo die Fouls nicht unbedingt notwendig waren. Und wenn halt dann viele hohe Bälle in den 16er reinkommen, dann kann es natürlich einmal sein, dass eine Mannschaft mit 3-4 Spielern über 1-9 dann einmal gefährlich vor das Tor kommt. Im Grunde genommen bin ich der Meinung, dass wir das in dem Spiel sogar gut verteidigt haben. Mhm. Und dass halt auch da dann leider zustande kommen. Aber in Summe, wenn man alle Standards dann sieht, finde ich, haben wir es gut verteidigt. Oder wachsen wir auch noch. Spät, meine ich. Ich denke schon, ja. Auch wenn wir relativ junge Spieler haben, aber ich glaube, dass wir nicht mehr viel wachsen werden. Ja. Und so die Tabellen so richtig genau anschauen, du sehen nicht. Nein, es sind 5 Runden gespielt. Wir wissen natürlich, dass es nach oben hin ein Punkt ist. Wir wissen aber auch, was der Kofi gesagt hat, dass wir da schon bescheiden bleiben, dass wir wissen, mit was für den Voraussetzungen wir in dieses Jahr gestartet sind und auch nach wie vor uns da in den Möglichkeiten auch befinden. Wir wissen sehr wohl, wie viel Abstand auch nach hinten ist. Also wir haben beide Richtungen einfach auch immer wieder dann im Blick. Aber im Grunde genommen geht es jetzt einfach darum, dass wir gute Spiele machen, dass wir Punkte sammeln. Und nach 5 Runden, die Tabelle ist für mich einfach noch nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass wir Spiele gewinnen und das haben wir jetzt bei den Heimspielen geschafft. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es einfach auswärts die Leistungen bestätigen und die Ergebnisse einfach verbessern. Gut, anfangen. Perfekt. Passt. Dann machen wir das einzeln. Gut. Dabei sind.